Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und heute schauen wir uns die inoffizielle Pokémon Go App für Windows 10 Mobile an. Die Anwendung ist nun bei Version 1.025 angelangt und das Update hat zahlreiche Neuerungen mit sich gebracht. Auf diese wollen wir in diesem Video ein bisschen eingehen. Wir waren dafür spazieren und sind wie auch viele andere Spieler unter Android und iOS auf Pokémon Jagd gegangen. Es ist beeindruckend, was die Entwickler des inoffiziellen Clients für Windows Phone in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben. So viel steht auf jeden Fall fest. Die App sieht im Grunde genauso aus wie die offizielle Pokémon Go App für iOS oder Android. Ihr loggt euch ein, eure Position wird gefunden und ihr könnt einfach dann spazieren gehen. Die Entwickler sind so weit gegangen, dass sie das Interface der App 1:1 kopiert haben. Unten rechts findet ihr die Pokémon in der Nähe, links den eigenen Account mit den Erfahrungspunkten und Erfolgen und in der Mitte den Pokéball, über den sich das Menü öffnet. Die Einträge für den Pokédex und die Items funktionieren zwar noch nicht, dafür könnt ihr aber bereits die eigene Pokémon-Sammlung einsehen. Auch die Eier werden nun angezeigt und können auch ausgebrütet werden. Sämtliche Menüs sowie auch die Einstellungen haben die Entwickler von der offiziellen App kopiert. Macht ihr euch ein bisschen auf die Suche, dann werdet ihr in der Nähe sicherlich auch ein Pokémon finden. Und nach kurzer Zeit sind wir auch einem Carpador über den Weg gelaufen. Er tippt einfach darauf und sieht den Pokéball in Richtung des kleinen Monsters. Die Animation dafür ist zwar noch nicht so weit ausgereift wie in der offiziellen App, aber sie erfüllt ihren Zweck. Ihr könnt unten rechts sogar zwischen den Pokébällen wechseln, falls ihr bereits einen Superball habt. Wenn ihr das Pokémon dann gefangen habt und ihr es nicht benötigt, könnt ihr es direkt an den Professor schicken. Auch das funktioniert bereits über die Windows Phone App. Dazu müsst ihr eure Sammlung aufrufen, das Pokémon finden und ganz unten auf Transfer klicken. Ihr bekommt dafür Bonbons, die ihr für Power-Ups und Entwicklungen benötigt. Habt ihr genügend Bonbons, wie beispielsweise bei meinem Flamara, könnt ihr einfach auf Power-Up drücken und das Level erhöhen. Insgesamt ist die Pokémon Go App für Windows Phone sehr weit gekommen und dafür wollen wir uns bei den engagierten Entwicklern bedanken. Ob man das Spiel nun mag oder nicht, aktuell ist es der letzte Schrei und der Hype scheint sich nicht zu legen. Als wir die App getestet haben, waren Dutzende Spieler im Park zu sehen, die allesamt auf Monsterjagd waren. Damit sind zumindest Windows 10 Mobile Nutzer davon nicht ausgeschlossen. Was Accountsperren betrifft, haben die Entwickler einige Vorkehrungen getroffen, die verhindern sollen, dass Niantic ihnen auf die Schliche kommt. So simuliert die Anwendung ein iPhone zu sein, sodass Niantic die Windows Phone Nutzer nicht identifizieren kann. Niantic wird den Entwicklern allerdings nicht kampflos das Feld überlassen und sicherlich weitere Vorkehrungen treffen, um zu verhindern, dass auf die eigenen Server zugegriffen wird. Eine Garantie, dass der eigene Account also für immer unangetastet bleibt, kann man daher nicht geben.